Hallo und herzlich willkommen. Ihr seid wieder richtig hier bei Optionsstrategien TV, also unserem Kanal hier bei YouTube Optionshandel. Und heute, ihr seht es schon hier, wir behandeln den dritten Panikpunkt, das dritte Panikzeichen. Und diesmal geht es um den VIX selbst, um den VIX und wie man aus einer speziellen Veränderung des VIX erkennen kann, dass ein Boden sehr, sehr nah ist. Darum geht es im heutigen Video. Also, wir haben schon im letzten Video beim VVEX ganz kurz über den VIX gesprochen. An der Stelle nochmal für alle, die vielleicht neu im Optionshandel sind oder überhaupt auch neu sich mit dem Thema beschäftigen, eine kurze Erklärung, was ist der VIX? Der VIX selber, Volatilitätsindex, ist ein Index, der schon relativ lange berechnet wird, ich glaube schon über 20 Jahre. Er wurde so in der Form, wie man ihn jetzt kennt, von zwei Händlern von Goldman Sachs entwickelt, also ne, nicht die Bösen, nein, die Jungs haben echt was drauf und das war natürlich nur möglich mit Einführung der ganzen Computer, mit Hochtechnologie-Computern. Warum? Weil dieser VIX, der wird im 10-Sekunden-Abstand berechnet und zwar aus den impliziten Volatilitäten von SPX, also S&P 500 Indexoptionen mit einer durchschnittlichen Restlaufzeit von 30 Tagen und es werden da alle möglichen verfügbaren Optionen genommen, also am Geld, in the money, out of the money, calls und puts, alles was möglich ist, wird in diesen VIX, in den VIX hineingerechnet und damit entsteht dann auch ein Intraday-Bild, was man sich anschauen kann. Der VIX selbst, es gibt ein deutsches Pendant, den VDAX New, der wird im Grunde genommen genauso berechnet, aber jeder, der DAX handelt, kann auch einfach hier auf den VIX schauen, weil wenn Amerika entsprechend in der Krise ist, dann wird es Deutschland genauso sein und umgekehrt. So, der VIX selbst gilt ja so als Angstmesser. Das heißt, er hat eine natürliche Untergrenze von etwa 10. Wenn er bei 10 wäre, es gab mal eine ganz kurze Zeit, ich glaube 2005, da war er sogar mal knapp unter 10, also bei 9,7 oder sowas. Aber ansonsten ist er eigentlich immer über 10. Der Durchschnitt ist 16. Also berechnet auf die letzten 10, 15, 20 Jahre. Man hat den ja auch dann backgetestet, also noch länger zurückgerechnet. Ich glaube bis ins Jahr 1980 hinein sogar. Und da ist der Durchschnitt also ungefähr bei 16. Und man sagt, solange er unter 20 ist, herrscht keinerlei Panik im Markt. Erst wenn der VIX über 20 geht, dann passiert es, dass wir erste Anzeichen von Panik bekommen. Und deswegen ist auch für uns die Beobachtung des VIX jeden Tag sehr, sehr wichtig. Wir schauen uns hier diesen Wert an. Und wenn er über 20 geht, dann geht bei uns eine rote Ampel an. So, jetzt wollen wir aber wissen, wann geht denn die grüne Ampel wieder an? Und wenn wir uns mal einen langfristigen Chart des VIX anschauen und wir blenden den hier mal ein, dann sieht man ja, dass der VIX sehr, sehr häufig einen Top ausbildet und dann entweder die Märkte noch ein ganz klein wenig weiter fallen, wie es beispielsweise in der Finanzkrise 2008-2009 der Fall war. Die Vola fällt schon, aber es dauert dann sehr, sehr lang, bis sie wieder unter 20 kommt. Wir waren in der Finanzkrise 2008 bis an den Bereich auf 90 angestiegen. Und wenn man dann sagt, okay, ich warte jetzt mal, bis er wieder unter die 20 fällt, um dann Puts zu verkaufen beispielsweise oder wieder long in den Markt zu gehen, dann kann das schon zu spät sein. Das heißt, da kann zu viel Zeit schon vergangen sein, speziell wer jetzt diese hohen Volatilitätsprämien nutzen möchte. Und deswegen können wir zwar sagen, die rote Ampel geht an, wenn wir von unterhalb der 20 auf über 20 gehen, aber sie geht eben leider nicht auf grün, wenn sie erst darunter fällt, weil dann ist es schon zu spät. Und deswegen gibt es etwas, was unter Optionshändlern, ich weiß gar nicht, ob es in Deutschland so sehr bekannt ist, ich habe es jetzt von einem anderen Händlerkollege, hallo Martin, du hast es auch in einem deiner Videos erwähnt, ich kannte das auch, aber du bist ja auch ein Profi. Ich habe es jetzt noch gar nicht so häufig gehört, nämlich Folgendes. Stellen wir uns vor, der VIX ist irgendwo hier über die 20er Marke gegangen und ist über 20. Also das ist die Bedingung Nummer 1. Er muss über 20 sein. Und dann muss an einem Tag Folgendes passieren. Er muss ein neues Hoch machen
Also es muss auf jeden Fall höher sein als der Tag zuvor. Und dann muss aber Folgendes sein, nämlich er muss vom Hochpunkt bis zu seinem Close mindestens 3 Punkte wieder verlieren. So, das heißt also, es spielt überhaupt keine Rolle, wie das passiert. Das kann also sein, das ist jetzt hier eine grüne Kerze und er ist gegenüber dem Vortag angestiegen. So, da würde man jetzt sagen, ah, der ist ja höher als gestern. Das spielt keine Rolle. Wichtig ist nur eins, vom Intraday hoch bis zum Schlusskurs muss er mindestens 3 Punkte verlieren und das Ganze muss oberhalb der 20er-Marke passieren. Wir blenden euch hier wieder mal ein paar Charts ein, wo man das sehr, sehr gut erkennen kann. Diese Signale eignen sich ganz, ganz hervorragend. Zum einen für kurzfristige Daytrader, weil die mit Hilfe dieses VIX-Umkehrsignals sehr, sehr schön erkennen können, wann nehmen denn die großen Institutionellen ihre Absicherungen raus. Weil wir müssen uns ja mal fragen, warum dreht der denn Intraday überhaupt um? Wir wissen, dass der VIX selbst die impliziten Volas, das heißt die Nachfrage nach Absicherung darstellt. So, im S&P. Und wir wissen natürlich auch, dass im S&P vor allen Dingen sehr viele große Händler unterwegs sind. Und wenn in einem Anstieg der Volatilität das zum Tagesende um mindestens 3 Punkte oder mehr zurückgeht, dann wissen wir, dass zum Ende des Tages die großen Marktteilnehmer ihre Absicherungen zurückfahren. Dass sie einfach sagen, okay, das war's jetzt, wir nehmen Short Exposure, wie das heißt, nehmen wir raus, wir nehmen Absicherungen heraus, bauen vielleicht sogar schon erste Longs wieder auf. Und das ist ein ganz hervorragendes Zeichen. Ich habe es schon erwähnt, für kurzfristige Daytrader, die dann sagen, okay, ich möchte im Future was machen, ich will vielleicht am nächsten Tag mal schauen, ob ich irgendwo einen Einstieg bekomme. Das heißt, selbst wenn es nur für 2-3 Tage langt und das Gummiband zurückschnappt, kann man sehr gute Gewinne machen. Oder eben auch für so Leute wie uns, die sagen, okay, das ist ein perfektes Signal, um beispielsweise anzufangen, hier Puts zu verkaufen, Bull-Put-Spreads zu machen im S&P, weil das ist ein sehr, sehr gutes Zeichen, um belohnt zu werden. Also man hat einfach hier ein wahnsinnig tolles Chance-Risiko-Verhältnis. Auch hier gilt natürlich wieder, wenn dieses Signal auftritt, dann leuchtet die Ampel grün, aber nichtsdestotrotz heißt das nicht, dass es sofort am nächsten Tag drehen muss, sondern es kann noch 1, 2, 3 Tage weitergehen. Aber das ist schon ein Zeichen, dass man sehr, sehr nahe an den Tiefs ist und gerade wer dann sagt, okay, ich verkaufe Out-of-the-Money-Optionen oder ich mache At-the-Money-Spreads oder dergleichen, der kann natürlich hier mit einem aus meiner Sicht sehr überschaubaren Risiko sehr, sehr gute Gewinne einfahren. Das war unser, ich habe es noch gar nicht dazu geschrieben, ich muss es mit dazu schreiben, hier, Nummer 3, das war unser drittes Panikzeichen, nämlich die Umkehr des VIX, nachdem er über 20 war. Und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Da geht es um den vierten oder das vierte Panikzeichen. Und ich kann natürlich an der Stelle schon sagen, was wäre die perfekte Welt? Die perfekte Welt wäre natürlich, wenn all diese Dinge, die wir hier in den Videos besprechen, an einem Tag gleichzeitig auftreten würden. Das passiert manchmal aber nur sehr selten, aber sehr häufig hat man natürlich, dass dann mehrere Tage hintereinander oder mehrere solche Signale zusammen auftreten, also dass man zum Beispiel sagt, okay, hier der VIX dreht um und wir haben zum Beispiel einen 90% Abwärtstag gehabt oder dergleichen. Das werden wir uns dann aber auch nochmal später detailliert anschauen. Das war's für heute. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann bewertet dieses Video positiv, teilt dieses Video, diskutiert über dieses Video, schreibt mir eure Meinung und wir sehen uns dann wieder im nächsten Video, wenn es heißt Panikzeichen Nummer 4. Bis dahin, Servus, macht's gut, bye bye, ciao, ciao.